Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS20 Forst Imperium und zwar zur letzten Folge LS20 Forst Imperium. Ja, das Projekt ist zu Ende. Ich habe es ja schon angeteased, dass es halt wirklich nur ein nicht so langes Projekt ist. Es war auf jeden Fall länger, als ich gedacht habe, hat auch Spaß gemacht, aber jetzt zum Schluss hat es keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen habe ich gesagt, scheiß drauf, wir beenden das jetzt. Wir haben ja die. Na, das Forst im LS ist ja nicht verloren, das können wir ja in anderen Projekten ebenfalls noch machen. Aber hier das Reinforst-Projekt, das ist jetzt hier Geschichte. Es gibt noch kein richtiges Nachfolgerprojekt, was jetzt hier die Slots von da einnimmt. Die werden wir jetzt halt aufteilen auf Italia, Minibrunn und Bausimulator, die zwei Slots, die da die Woche jetzt frei werden im Normalfall. Ganz kurz zum Nachfolgerprojekt. Also es ist ein Spiel, also es wird kein LS-Projekt, das Nachfolgerprojekt, sondern es wird ein neues Spiel, das ist aber noch nicht erschienen. Mehr dazu sage ich jetzt auch noch nicht, das seht ihr dann, wenn es soweit ist oder wenn es dann alles safe ist und das Spiel dann auch erschienen ist, dann kann ich es dann auch erzählen, was das Nachfolgerprojekt ist. Wobei scheiß drauf, ich sag's. Es wird der Kebab-Simulator, wo ihr euer eigene Kebab-Bude aufmacht, wenn das Spiel erschienen ist. Dann wird es das Nachfolgerprojekt hier fürs Forst Imperium. Wie gesagt, neues LS-Projekt startet jetzt keins. Wir haben ja zwei Stück, beziehungsweise mit dem neuen Streaming-Projekt haben wir sogar drei. Also da die Übernahme von der Twitch-Farm hier auf YouTube haben wir drei LS-Projekte jetzt hier am Laufen, plus meinen privaten Spielstand, auf dem wir auch ab und zu live spielen. Also haben wir genug LS. Ja, ansonsten. Projekt hat Spaß gemacht. Wie gesagt, die Map ist eine der geilsten Standard-Maps, die es bis jetzt gibt im LS. Ich hoffe, dass die Zilonga die ganze Sache hier noch toppt. Aber das ist wirklich mit Abstand die beste LS22 Standard-Map zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, und wenn euch das Projekt gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und das war es eigentlich auch schon. Ich will das jetzt gar nicht unnötig in die Länge strecken. Wir hätten noch zwei, drei Sachen machen können. Zum Beispiel ein Skidder hätte ich noch gern benutzt. Oder diese Seilbahnen hätte ich noch gern benutzt. Aber mal ganz ehrlich, 100.000 andere auf YouTube haben das schon gemacht. Und wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es geht, dann schaut bei denen einfach vorbei. Oder wartet ab, vielleicht machen wir in irgendeinem anderen Projekt im neuen Minibrunnen oder so zum Beispiel nochmal Forst im kleinen Stil und nehmen da einen Skidder und eine Seilwinde oder was weiß ich. Also, wir hätten noch zwei, drei Sachen machen können, auch den Highlifter zum Beispiel, aber ich glaube, wir haben genug gemacht, wir haben genug gesehen von der Map, wir haben ja alle Sammelobjekte gesammelt damals, wir haben Mammutbäume gefällt, wir haben Kahlschlag auf dem anderen Grundstück gemacht. Wir haben Eisenerz abgebaut. Also wir haben, glaube ich, alles gemacht. Ja. Mir hat es Spaß gemacht bis zum Schluss. Jetzt nicht mehr so. Deswegen war es das jetzt hier auch. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.